Beides können sehr erfolgreich sein. Im Augenblick haben wir die letztere. Ich habe vor 5 Minuten erfahren, dass ich hier auf dem Podium sitze und vor 2 Minuten erfahren, dass ich sogar die Introduktion mache und die Sache animieren soll. Das ist eine ganz wunderbare Voraussetzung und Herausforderung, die Dinge so anzugehen, dass sie spontan sind. Theater ist Legendenbildung oder Theater ist von Verkrustungen und von falschen Darstellungen. Die Spontanität des heutigen Vormittages erlaubt mir, meine Sicht auf Thomas Ostermeier Ihnen kurz zu sagen, denn wie gesagt, ja, zu mehr war ja mein Leben verändert. Denn im Jahre des Herrn 1995 war es, erhielt ich einen Anruf von einem Kollegen, dem Leiter der Ernst-Busch-Schule, Professor Völker, der bei den Berliner Festspielen auch immer den Stückemarkt macht, der sagt: Das Festival ist die Berliner Festspiele, die ja eigentlich ganzjährig geöffnet sind. Liebenswerte Zungen behaupten, durchgehend geöffnet, jeden Tag Festival außer an Weihnachten. Der Erfolg dieses Revirements, dieser Neuigkeit, dieser Machablösung, dieses Generationswechsels war da. Bevor ich jetzt alles falsch sage, ergreife ich die Gelegenheit, um dem Thomas zu sagen: Entweder er möge nun alles korrigieren, was ich gesagt habe, oder das einfach mal so lassen und an dem Punkt anfangen, wo in Berlin dann die neue Geschichtsschreibung begann. As you like it. Nee, korrigieren möchte ich gar nicht, weil soll ich ein bisschen erzählen, wie das aus meiner Sicht sich entwickelt hat? Also es ist in der Tat so, dass mit Thorsten Maas hier jemand sitzt, der ganz früh einer der wichtigsten Partner war und diese Arbeit immer sehr befördert hat und am Anfang dieser Arbeit oder dieser Legende steht wirklich diese Arbeit Alexander Block, Die Unbekannte, was eine Auseinandersetzung war mit den Prinzipien der Biomechanik, mit einer Methode von Meyerhold aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts, mit der wir versucht haben, uns zu beschäftigen. Und diese Beschäftigung fand auch statt mit einem russischen Schauspieltrainer oder Pädagogen, Methodiker, Gennadi Bogdanov, und war für uns zum Beginn unserer Arbeit sehr wichtig, weil es eigentlich eine Beschäftigung mit einer Schauspielmethode war und eigentlich der Versuch war, eine überhöhte, expressivere, fast artistische Spielweise zu entwickeln, was man vielleicht, wenn das Publikum gestern Abend Crave gesehen hat, in den letzten Arbeiten vielleicht gar nicht mehr so sieht. Aber das Interessante war, dass am Beginn wirklich die Arbeit mit dem Schauspieler stand und eine große Unzufriedenheit über das Spiel des Schauspielers und der Versuch, dort anknüpfend an eine sehr alte Methode eine neue Spielweise zu entwickeln. Und das war eigentlich so das Fundament unserer Arbeit. Und erst später kam dann die Auseinandersetzung mit den zeitgenössischen Autoren dazu, was an der Baracke einer unserer wichtigsten Stützpfeiler war. So, das ist also in unserer Arbeit, ich sage jetzt immer unsere Arbeit, da wir ein Team von Theatermachern sind, also Dramaturgen, Jens Hilje, viele Schauspieler, mit denen ich schon sehr lange zusammenarbeite, Tilo Werner zum Beispiel. Und am Beginn stand eben diese eine Auseinandersetzung mit dem Schauspiel, mit der Schauspielmethode und auf der anderen Seite die Beschäftigung mit zeitgenössischen Texten und Autoren. Das sind so die zwei grundlegend wichtigen Pfeiler für unsere Arbeit, glaube ich. Und das durchzieht auch noch heute unsere Arbeit an der Schaubühne und deswegen auch das Zusammengehen mit Sascha Walz und das Zusammengehen mit einer Theatersprache, die sehr körperlich ist, die von Sascha ja auch selber entwickelt wird, und der Versuch mit Sascha zusammen und der Kompanie von ihr gemeinsam zu trainieren und gemeinsam auch
Körpersprache weiterzubilden. Und deswegen auch dieses Konzept an der Schaubühne. Und auch an der Schaubühne die Weiterführung der Beschäftigung mit zeitgenössischer Dramatik. Da gibt es prominent zu nennen die Eröffnungsinszenierung Lars Norén, Personenkreis 3.1, ein Stück des schwedischen großen Dramatikers Lars Norén. Und viele andere zeitgenössische Dramatiker, die bei uns arbeiten, die zu uns kommen, die jetzt vor kurzem Daniel Danis, ein Franco-Kanadier, der zwei Wochen vor der Premiere von Le Chant de Dire Dire bei uns war und die Proben mitverfolgt hat. Lars Norén, der auch in den Endproben dazu kam. Also der Versuch einer engen Anbindung von Autoren an unser Haus und an unsere Arbeit. Und nicht zuletzt zu nennen, zwei Dramatiker, die bei uns arbeiten. Marius von Meinburg und Roland Schimmelknecht, die fest zum dramaturgischen Team der Schaubühne gehören. Mittlerweile ist es so, dass diese alte Idee, Dramatiker als Dramaturgen zu beschäftigen, was ja mal der Ursprung des Dramaturgen überhaupt war, dass das in Deutschland wieder sehr starke Kreise zieht und im Moment, glaube ich, keine neue Intendanz gibt, die sich nicht überlegt oder schon die Verträge abgeschlossen hat mit Hausdramatikern. Also selbst so jemand wie Tom Stromberg, der für eine ganz andere Theaterarbeit steht als unser Team zum Beispiel, hat jetzt mit Helmut Krauser einen Dramatiker geholt, Matthias Hartmann mit Thomas Oberender einen Dramatiker nach Bochum in das feste Team geholt. Also es gibt eine große Bewegung im deutschsprachigen Theater, wieder hin, Dramatiker, Autoren im Theater zu beschäftigen, fest zu beschäftigen, ihnen einen Arbeitsplatz zu geben, ihnen die Möglichkeit zu geben, auf Proben zu kommen, die Proben zu verfolgen und via der Probenarbeit vielleicht auch eine andere Sicht auf ihr Schreiben zu gewinnen oder aus den Proben heraus zu schreiben. Ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen erzählen, aber vielleicht sollte man ein bisschen. Je vais intervenir en français. Pour répondre à ta première question, ce qui justifie peut-être un peu ma présence improvisée dans ce cercle, sur ce plateau, c'est que nous avons eu la chance au TNP à Villeurbanne d'ouvrir une saison, la saison 98-99, avec un spectacle de la baraque de Thomas Ostermeier, c'était Obpuron. Et ça a été une chose extrêmement importante dans le développement des dernières années de notre théâtre. Moi, tu me demandes quelle a été l'étincelle, quand j'ai entendu parler du travail de Thomas, c'est évidemment mon vieil ami Manfred Karger qui avait attiré mon attention sur le travail que faisait Thomas et le travail qu'il avait fait dès sa période d'études. Et c'est comme ça que ça avait commencé. Mais en réalité, c'est par homme pour homme. Depuis que le Théâtre National Populaire est à Villeurbanne, c'est-à-dire depuis 1972, nous nous sommes donné pour règle d'avoir des spectacles étrangers sur notre plateau. C'était une chose peu courante dans la France des années 70 et 80. Maintenant, c'est une chose qui est devenue générale. Tous les théâtres français hors Paris essayent d'avoir une fraction de programme international. Nous nous étions donné pour règle et nous avons, je crois, en une trentaine d'années, eu plus de 75 metteurs en scène étrangers en langue étrangère sur notre plateau parce que nous sommes absolument convaincus qu'une réflexion française hexagonale, pire encore, une réflexion qui se cantonnerait dans les régions françaises serait un cul-de-sac et que les enjeux, les débats, la façon dont la barre est placée par les artistes est au niveau européen. Donc c'est la règle que nous nous étions fixés. Nous avions eu en 1997 une représentation de Brecht extrêmement célèbre, que sans doute vous connaissez tous, qui était le Artaud-Oui dans la mise en scène de Heiner Müller et avec Wodke. Et m'intéressait énormément de pouvoir présenter au public de notre métropole
un Brecht attaqué par une toute autre génération avec des moyens totalement différents. Di provocazione e di continuare a portare un proprio linguaggio. So che c'era un'alternativa di fare un Feydeau invece, che poteva essere un richiamo a una Bischti, Wittgenstein, una sorta di omaggio, come d'altra parte anche nel tuo spettacolo c'era un omaggio a quel veterano che di fatto da Rispondi. Però basandosi sul proprio linguaggio e di continuare sul proprio linguaggio. E per il resto va sottolineata l'importanza di un nuovo regista e di una nuova compagnia al di là delle etichette. Es herrscht so ein Missverständnis, weil Franco Quadri da auch immer wieder drauf anspricht. Vielleicht kann man das jetzt auch ein für alle Mal ausräumen, weil ja so viele europäische Journalisten hier sind und ich gerade von denen im Ausland immer gefragt werde. Es war nie die Rede davon, dass wir alternativ zu Noreen ein Feydeau machen. Das war nie die Rede davon. Es war, wir haben, und das ist durch seltsame Umwege an die Öffentlichkeit gedrungen, wir haben darüber geredet, ob ich in Salzburg, wo ich im Sommer arbeiten werde, ein Feydeau machen werde, eine Komödie. Und es gibt bei uns im Theater die Form, dass wir von der Dramaturgie und von der künstlerischen Leitung Stücke auswählen, suchen und manchmal auch finden. Und diese Stücke werden dem Ensemble vorgeschlagen und gemeinsam gelesen. Und nach diesen gemeinsamen Lesungen wird über diese Stücke geredet. Es ist nicht so, dass diese Stücke per Handschlag irgendwie durch eine Abstimmung durch müssen, sondern es ist so, dass sich durch das gemeinsame Lesen und das gemeinsame über die Texte verständigen eine tiefere Interpretation möglich ist, in einem sehr frühen Stadium eine tiefere Interpretation. Und in diesem frühen Stadium haben wir auch über ein Feydeau debattiert und dieser Feydeau wird irgendwann gemacht werden. Wir sind im Moment in einer Situation, oder der Feydeau, wir sind im Moment in einer Situation, wenn man sich das überlegt, ich habe Lars Noreen gemacht, Personenkreis, ich habe Crave gemacht, ich arbeite im Moment an dem neuen Stück von Marius von Meinburg, Parasiten, ein sehr komisches Stück, leider Gottes als Hintergrund doch eine sehr tragische Konstellation von Menschen. Die Situation ist ganz simpel so, dass sowohl ich und mein Ensemble sich danach sehnt, aus dieser Depression herauszukommen, aus dieser Depression der Stücke herauszukommen und dass wir ein sehr komödiantisches und spielfreudiges Ensemble haben und für diese Erzkomödianten einfach der große Wunsch meinerseits besteht, endlich wieder mal, ähnlich wie bei Mannes Mann, losspielen zu können. Das ist der Hintergrund. Was den Noreen anbelangt, was Franco gerade angesprochen hat, ist in der Tat ist diese Arbeit ein Versuch auf einer anderen Ebene das fortzuführen, was wir bisher gearbeitet haben. Und die Irritation bestand auch im Ensemble, als wir diesem Stück von Noreen begegnet sind. Und das gemeinsame Irritation wird das Ensemble gesagt hat, das ist doch genau das, weshalb wir nicht bei euch arbeiten. Also unsere Schauspieler gesagt haben, wir sind doch gerade zu dir gekommen, Thomas, oder ich arbeite gerne mit dir, weil bei dir Figuren zum Blühen kommen, Figuren, die Entwicklung haben, Figuren, die durch Konflikte getrieben werden und die sich in Konflikten behaupten müssen. Und das ist eine große Beschäftigung mit diesem Stück von Noreen gemerkt, dass das eigentlich alles dort drin steckt, aber eben auf einer anderen, sehr viel kontemplativeren Ebene verhandelt wird. Und möglicherweise bestand die Irritation eben auch bei dem Publikum in der Irritation, wie sie bei den Schauspielern zutage trat. Aber da müsste man jetzt näher drüber reden. Ich glaube, das ist gar nicht sinnvoll.